Hi, herzlich willkommen zu einem ganz neuen Video mit mir für euch, ihr Lieben. Ich habe heute wieder einen XXL Mega Beauty Haul für euch und zwar durch die Bank kreuz und quer habe ich überall online gestöbert und geschaut, was es so für coole Sachen gibt. Mir ein paar Sachen bestellt und es hat sich ein bisschen was angehäuft. Die Ecke da unten steht voll mit Kartons. Ich würde das gerne mal verräumen und endlich mal Spaß an den Sachen haben. Und ja, deswegen zeige ich euch sie heute mal und erfreue mich dann dran. Und wenn ihr wissen wisst, was ich so geshoppt habe, dann bleibt doch einfach dran und ganz viel Spaß mit dem Video. Ich versuche übrigens diesmal die Produkte für euch zu verlinken, wenn ich sie dann wieder finde, ob sie es dann noch gibt und so weiter. Weil das wurde mal gewünscht, dass ich das bei meinen Beauty Hauls mache. Beim DM und so werde ich das nicht mehr machen. Aber die Sachen, wenn die für euch interessant sind, natürlich werde ich versuchen, den Zeitaufwand zu machen und schauen, ob ich damit klarkomme. Halt, ich probiere das mal. Und ihr könnt mir gerne ein Feedback hinterlassen, ob ihr das braucht oder nicht. Ja, ich mache es auf jeden Fall diesmal und schaue mal, was von euch zurückkommt, so als Feedback. Und ich gucke mir das mal an, wie es für mich jetzt ist vom Zeitaufwand her. Und das probieren wir jetzt mal aus. Wir fangen mal an mit einer Marke, die für mich auch sehr, sehr neu war. Ich habe sie zumindest immer wieder bei anderen YouTubern schon gesehen, aber es hat mich am Anfang überhaupt nicht interessiert, weil ich dachte, das sind wieder so Produkte, die die YouTuber so irgendwie noch andrehen wollen. Ne? Man ist ja immer so skeptisch auch ein bisschen. Ich dachte mir dann irgendwie, irgendwie muss da was dran sein. Probierst es einfach mal aus. Und zwar hat mich vor allen Dingen so Enzympeeling, so chemische Peelings und AHA/BHA interessiert. Das würde ich doch gerne mal testen, dachte mir, weil es ist doch bestimmt cool für unreine Haut. Davon schwärmen auch sehr, sehr viele. Und ja, ich wollte mir das eben probieren. Ich wollte das eben testen. Ich spreche hier von der Firma Dalton. Ihr habt das bestimmt schon auch ganz oft schon gehört. Und ich habe mir da was bestellt. Ich habe erstmal angefangen mit Dalton und habe mir zwei Produkte gekauft. Das habe ich schon länger und ich habe mir dann quasi, gleich kommt dann die Nachbestellung, weil ich so begeistert war von Dalton. Deswegen habe ich mir jetzt ein paar Sachen mehr bestellt. Und zwar habe ich mir einmal die Daily Peeling Pads mit AHA 4%, pH 3,2. Genau, das sind so Pads, die sind getränkt in diesen AHA. Sehen so aus und genau, die sind sehr, sehr dünn. Die haben auf der einen Seite so wie so Peeling-Raffungen, das Pad, und damit kann man sich das Serum da oder was auch immer, dieses AHA eben auftragen. Und das tut so ein bisschen dann ja chemisch die Haut peelen. Und ich fand das sehr, sehr interessant. Ich muss sagen, ich habe das sehr, sehr gut vertragen. Und ich benutze es nicht jeden Tag, vielleicht so zweimal die Woche. Und ich kann sagen, in der kurzen Zeit habe ich eine extreme Veränderung in meinem Gesicht gemerkt. Die Haut sieht sehr viel strahlender aus. Die Aknenarben oder Pickelnarben sind viel schneller weg. Die Haut neigt viel weniger zu Unreinheiten und ich finde es echt cool. Und ich habe mir dann noch eben dieses Enzympeeling, das berühmte Enzympeeling von Dalton hier bestellt. Das ist so toll. Das ist so angenehm. Es lässt sich so schön verteilen auf der Haut und das sieht so aus. Ihr habt es bestimmt schon irgendwo mal gesehen und gehört. So, da ist es. Und so sieht das aus. Hier drin sind so 8 kleine, so gefüllte Papierdinger da enthalten, so Streifen, ne? Und so eine Anwendung reicht, also so ein Papierding reicht eben, das 1 Gramm immer enthalten, für 2 Anwendungen. Ne? Ich habe zum Beispiel jetzt dann auch hier vorgestern oder so, habe ich angewendet, die Hälfte raus, habe es dann ins Gesicht verteilt. Also ich habe mir das Gesicht angefeuchtet, habe mir das auf die nassen, angefeuchteten Hände gegeben, mir das verrieben. Dann wird das so richtig wie fast eine angenehme Konsistenz, so cremig, und es duftet auch nach Creme. Das habe ich mir dann eben komplett übers Gesicht einmassiert, so eine Minute ungefähr, 1 bis 3 Minuten soll man es einmassieren, und da kann man das auch ein bisschen einwirken lassen für mehr Effekt, ne? Also wenn man das am Anfang vielleicht nicht, aber wenn man das gut verträgt, dann kann man das auch ein bisschen länger einwirken lassen. Und das ist eben ein Enzympeeling, ne? Und das peelt dann quasi die obersten Hautschüppchen weg. Und die zwei in Kombi, ich benutze es nicht jeden Tag, aber ab und zu. Und das alleine schon hat mir gezeigt, wie das meine Haut gut tut. Ich vertrage es wahnsinnig gut und ich bin richtig begeistert von den zwei Produkten. Deswegen habe ich bei Dalton nochmal was bestellt. Ich muss echt sagen, Dalton verpackt die Sachen wunderbar. Es ist wirklich so ein Luxusmoment schon beim Öffnen des Paketes. Ihr habt alles in Seidenpapier. Das ist wie so eine Beautybox aufgemacht und es ist alles liebevoll eingepackt mit ganz viel Flyern und Informationen.
Und bei Daltum kriegt ihr dann auch immer Pröbchen, die ihr euch aussuchen dürft. Zwei Stück, soweit ich weiß. Ich habe diesmal als Pröbchen gehabt Eye and Lip Cream, genau. Die wollte ich mir nämlich für als Augencreme mal testen. Und zwar, das ist die Q10 Energy Boost Eye Cream. So sehen immer die Pröbchen aus, mit ganz viel Info innen drin. Und das ist die Creme. Die werde ich auf jeden Fall mal testen und euch dann berichten. Und ich habe nochmal die Sensitive Care Cream Medium. Die habe ich jetzt, glaube ich, schon zweimal. Die probiere ich erstmal im Dekolleté aus, ob ich sie vertrage. Und ja, werde dann auch berichten. Spätestens im Aufgebraucht. Genau, und die arbeiten hier viel mit Meeresmineralien, so wunderschönen Ölen und so weiter. Bei Öl muss ich ja eigentlich immer aufpassen, ne? Ich habe dann immer so voll süße Karten mit Danke und ja, wahnsinnig viel Information. Ihr habt mega viele Flyer. Das macht dann auch richtig Spaß, da durchzuschauen. Das ist mega professionell alles. Richtig hochwertig. Also ihr denkt da, ihr habt richtig, ja, Luxusprodukte hier mit dabei. Und die Sachen sind auch mega bezahlbar. Dann kann man sich bei Daltron auch, ich schaue mal, ob ich das für euch herausfinden kann, Testpakete bestellen. Also ihr habt dann quasi kostenlos, könnt ihr euch, glaube ich, ich habe das aber auch noch nicht geschnallt, ich glaube, zwei Testpakete kann man sich da bestellen. Ich weiß jetzt nicht, ob man die Testpakete auch so bestellen kann, also ohne, dass du Produkte bestellst, aber man kann da auf jeden Fall was bestellen. Ich schaue mal, ob ich das für euch herausfinde, diesen Link, wo es zum Beispiel dann ein Testpaket gibt. Und ich habe mich dann hier für das Testpaket entschieden für Mischhaut. Genau, Mischhaut, Combination Skin. Und da sind viele Produkte von Dalton mit dabei zum Testen. Ich finde immer, von so einer Probe sagt es immer nicht viel aus. Ich muss so ein Produkt immer mindestens zwei, dreimal testen, bis ich sehe, ob ich es gut vertrage. Das ist eben dann so mit Muschel angereichert, mit Kaviar, Muscheln, Algen, Meereswasser, Plankton und so weiter. Hat mich mega angesprochen. Das ist eben auch so eine Creme. Die werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Die Tiegelchen sind auch mega schön. Dann ist hier nochmal dieser Muschel Skin Balance Mask mit enthalten im Test. Dann ein Augengel. Dann nochmal eine BB Anti-Aging Cream. Ich weiß keine, ich habe keine Ahnung, ob da irgendwie verschiedene Farben gibt. Werde ich auf jeden Fall auch mal irgendwann mal ausprobieren. Dann Hals- und Dekolleté-Creme Push-Up-Effekt. Auch mega interessant. Dann ein Serum, Extreme Lift Marine Filler Serum. Dann nochmal so ein Soft Skin, das Enzym Peeling ist hier nochmal mit dabei. Und Oyster Skin Balance Pipette Konzentrat. Ja. Und diese Oyster-Muschel-Reihe interessiert mich schon wahnsinnig. Und die ist eben auch so für Mischhaut und wirkt porenverfeinernd und mattierend und besonders geeignet für großporige Haut und Mischhaut, ja. Da werde ich mich mal so langsam durchtesten, ob ich das gut vertrage. Aber wie gesagt, so bei einem Serum, glaube ich, das kannst du öfters anwenden. Aber ich finde es sehr, sehr cool, dass sie eben so Testdinger anbieten. Da kann man sich dann so durchtesten, ob die Sachen natürlich für einen sind, ne? Weil es ist halt nicht geschenkt. Aber es sind wirklich bezahlbare Produkte. Weil ich von diesen AHA-Produkten so begeistert war, habe ich mir gedacht, diese Peeling-Pads sind ja, auf Dauer, vielleicht trocknen sie aus, wenn du sie nicht schnell genug benutzt. Und ich habe mir dann eben so ein Fläschchen da geholt. Und zwar ist es AHA 20% mit pH 4,2. So ein Peeling, ein Fruchtsäurekomplex. Genau. Überzeugende Wirkung durch Kombi aus Apfel, Zitronenglykol und Weinsäure. Effektive Tiefenwirkung ermöglicht den Einsatz bei zahlreichen Hautproblemen wie oberflächlichen Aknenarben, Unreinheiten und Pigmentflecken. Auch feine Linien und Fältchen können sichtbar gemindert werden. Ja, sehr vielversprechend. Und weil ich ja so begeistert war von den anderen Produkten, musste ich das jetzt testen. Ich weiß jetzt nicht, wie die Konsistenz von denen ist, aber auf jeden Fall macht es schon richtig was her. Na, sieht mega hochwertig aus. Es ist halt Plastik, aber gut. Es ist trotzdem wunderschön und da werde ich mich mal durchtesten, ja. 30 ml. Und die Sachen sind Made in Germany. Dann habe ich mir bestellt ein Cleansing, Classic Clean Normal, ein Cleansing Gel. Mit Cranberry-Extrakt zusätzlich angereichert mit dem belebenden Inhaltsstoff Cranberry für ein erfrischtes und geklärtes Erscheinungsbild. Für alle Hauttypen außer sensible Haut. Morgen und abends auf die
Feuchte Haut von Gesicht, Hals und Dekolletierenkreisen bewegen, auftragen, anschließend gründlich mit Wasser abwaschen. Also ich bin mir wahrscheinlich ziemlich sicher, dass man das nicht zum Abschminken nehmen kann. Ich würde es mal probieren, aber ich glaube, das ist eher sowas wie ja, für die Reinigungsbürste, ne? Dass du das dann richtig, weil richtig so schön verteilst. Ich bin echt gespannt, ne? Und dann habe ich mir noch ausgesucht ein, ja, ich bin ja gerade auf der Suche nach Sonnenschutz. Ich habe es immer noch nicht ausprobiert, weil ich extrem Angst habe vor dem Ausbruch von Sonnenschutzmitteln auf dem Gesicht. Und ich habe mir jetzt eins ausgesucht, auch von Dalton habe ich eins mitbestellt. Das kostet ein bisschen was. Das hat jetzt 20 Euro hier gekostet, 75 in L. Aber da ist jetzt nicht direkt dieses Alkohol drin, was gleich an zweiter Stelle steht. Also dieses schlechte Alkohol und Alkoholdenat. Deswegen dachte ich mir, das probiere ich mal aus. Ich bin auch gespannt auf die anderen Produkte. Ich zeige euch gleich noch ein paar. Da habe ich auch eine andere geshoppt, ob die solche Inhaltsstoffe haben. Aber das sieht sehr, sehr vielversprechend aus. Und ja, ich bin gespannt. Also das werde ich, glaube ich, auch als erstes testen fürs Gesicht. Und es hat SPF 50, UVA, UVB. Ja. Das war mein Dalton Haul und ich bin echt gespannt. Also sollte ich die Sachen sehr gut vertragen. Aktuell bin ich sehr, sehr zufrieden. Super zufrieden und ich bestelle da auch wahnsinnig gerne, weil das Paket kommt so schön an. Wäre super. So, wir machen mal weiter mit abwechselnden Produkten. Ich mache mal weiter mit dekorativer Kosmetik. Ich habe bei Beauty Bay bestellt 3 Lidschattenpaletten. Fangen wir mal an mit einer Palette, die mich wahnsinnig interessiert hat. Und zwar, das ging ja auch rauf und runter auf YouTube, die Dominic Cosmetics Latte 2 Palette. Ich habe mir einige Reviews darüber angeschaut. Die Leute haben davon richtig geschwärmt. Und ich habe noch gar nichts von der Marke, deswegen musste da jetzt ein bisschen was einziehen. Ich war sehr begeistert von der Qualität. Ich finde auch die Verpackung sehr, sehr schön. Das sieht so aus hier, so wie als hätte jemand Kaffee drüber geschüttet und ist auch so ein bisschen erhaben, diese Flecken. Und ja, sehr, sehr schlicht. Aber die Palette ist umso schöner. Ihr habt hier einen Spiegel drin enthalten, einen sehr, sehr großen, relativ großen. Und habt dann diese wunderschönen Farben, wo überall auch nochmal die Stanzung ist von Dominic Cosmetics. Und es ist eine wunderschöne Alltagspalette und ihr habt dann trotzdem hier drei sehr, sehr schöne pastellige, wie ich finde, Farben für so einen Eyecatcher, ne? Und ja, ich finde, ich musste sie haben. Also ich habe bestimmt diese Töne schon zigmal in sämtlichen Paletten, aber ich finde die sehr, sehr cool. Und ich will euch jetzt auf jeden Fall mal was swatchen und zwar möchte ich gerne diese drei Eyecatcher auf jeden Fall swatchen und ich nehme noch diesen Drizzle, diesen goldenen Schimmerton, weil ich gerne wissen will, wie die Schimmertöne sich verhalten. Also ich fange mal an mit Drizzle. Dann Strawberry Milk ist der rote matte Ton. Oh, schön. Dann Matcha. Und Blonde Roast. Okay. Schaut schon mal als Fingerswatch vielversprechend aus. Soll ich das jetzt innen machen oder außen? Oha. Ja, wow. Wow. Ich werde verrückt. Das ist ja der Wahnsinn. Schau mal her. Also die Palette sieht nicht nur vielversprechend aus, sondern sie wirkt auch vielversprechend mit den Swatches. Ist doch der Wahnsinn. Schaut euch mal den Schimmerton an. Und der ist so buttrig. Schau mal, das zieht sich dann noch ewig weiter, wie gut pigmentiert der ist. Und das Rot ist so schön. Hammer. Alles nur mit einem Swatch. Dann haben wir das Gelb. Auch sehr, sehr schön. Oh. Ja, und das Grün. Das ist so ein schönes Frühlings-Sommergrün. Oh mein Gott. Ich bin richtig begeistert. Es macht richtig was her. Aber das wusste ich ja schon. Ich habe ja die ganzen Swatches und Make-up-Looks schon bei einigen gesehen. Und ja, die durfte jetzt einziehen. Und Dominic Cosmetics hat sehr, sehr viele weitere Paletten, die mich auch sehr angesprochen haben. Und ich habe mich jetzt für eine weitere noch entschieden, die ich ebenfalls da bestellt habe. Die waren im Angebot.
glaube, beide Domini Cosmetics Paletten waren im Angebot. Ich habe mich dann für diese hier noch entschieden. Von der habe ich gar nichts gehört, aber die war halt da im Saale. Dies ist die Celestial Storm Palette. Schon mal mega cool, wie es aussieht, ne? So ein bisschen Farbverlauf ist hier mit drin. Ganz viel Silber. Oh, das ist so cool. Und so sieht sie dann aus. Ja, voll schön. Ja. Ihr habt hier wieder einen riesigen Spiegel mit drin. Und ihr habt hier 12 verschiedene Farben. Bei der anderen waren es 10. Und das sind mal Farben. Ist hier jetzt kein Alltagsding, aber man hat hier Alltagstöne, genau, und da könnte man dezent irgendwie diese Eyecatcher geben, aber es ist so geil. Solche Farben hast du halt nicht überall, nicht in jeder Palette. Und damit kann man echt viel machen, ne? Und das watchen wir jetzt mal, dass dieser Electric Amethyst, der sieht aus wie so ein Duochrome. Den will ich gerne swatchen, genauso wie diesen daneben, diesen blauen. Und einen matten Ton, dann nehmen wir mal diesen Orange, das spricht mich sehr, sehr an. Den swatchen wir mal durch. Mein Gott, ist das schön. Wow. Oh, dieser lila Ton, der wirkt viel heller als im Fähnchen. Ist eigentlich ein Pink mit so lila Schimmer drin. Das Blau ist schwach auf der Brust, das ist, solche Töne kenne ich. Irgendwo habe ich das. Ist aber auf jeden Fall so ein Duochrome. Aber ist der Hammer, wie das leuchtet. Von wegen schwach auf der Brust. Oh mein Gott, und der Matt, also die matten Töne haben richtig was drauf. Oft sind es ja immer die Schimmertöne, die was taugen, ne? Und die matten Töne sind oft schwach auf der Brust. Schaut mal den Schimmer, diesen Duochrome. Wie schön ist das bitte? Mein Gott. Und Pigmentierung ist der Hammer. Ja, ja. Gut, also das überzeugt mich schon sehr. Und die werde ich auf jeden Fall auf ein Auge testen. Aber bei Swatches sagen immer nicht viel aus. Aber ich habe ja... Also Domini Cosmetics ist schon sehr, sehr fein. Und ja, da werden wahrscheinlich... mehrere einzeln. Das Blöde ist jetzt natürlich, dass die unterschiedlich groß sind, aber da werden noch einige einzeln. Ich wusste gar nicht, dass die Firma so viel macht. Die haben richtig viele Lidschattenpaletten und auf Beauty Bay gibt es auch sehr, sehr viele. Dann habe ich beim Ninas Kosmetik gesehen, sie hat eine Palette, also die hat so Neuigkeiten vorgestellt oder ihre Wunschliste und so weiter, und dann hat sie eben eine Palette gezeigt, die sie gerne haben wollen würde auf ihrer Wunschliste, und hat diese hier vorgestellt. Und Leute, das ist genau meine Palette. Ja, das könnte auch von mir sein, weil als ich das gesehen habe mit diesen Blumen, musste ich eine haben. Und ich habe ja so eine. Ich habe ja noch so eine von die 1991 von Alicia Marie. Die ist ja auch so. Die habe ich mir auch überwiegend nur gekauft. Das sieht man jetzt hier sehr schlecht, ne? Aber ihr kennt die Palette bestimmt, da sieht man es. Das sind auch die gleichen Blumen. Und ich habe die Palette noch nicht benutzt tatsächlich, weil bei mir immer noch der Schimmerton zerbröselt ist, der hier. Ich habe ihn immer noch nicht repariert, und weil der kaputt ist, will ich die Palette auch nicht benutzen. Ja, vielleicht schaffe ich das mal. Ich lege sie mir hier gleich raus und dann werde ich sie mal reparieren. Auf jeden Fall kommen wir zurück zu dieser Palette. Ja? Alleine, weil schon dieses Muster mich angesprochen hat und ich von Sigma nichts habe, gar nichts, habe ich mir gedacht, okay, nimm es mal mit und probier sie mal aus. Weil, das muss einfach sein, von der Aufmachung her. Die ist halt innen drin genauso schön. Ja. Hat so ein bisschen was von Anastasia Beverly Hills. Von der Aufmachung her, finde ich. Und da ist der Innenzettel auch so mit diesem Blumen. Und ich schmeiße sie eigentlich mal weg, aber ich finde das so schön. Aber ehrlich gesagt brauche ich das nicht. Sigma hat auch, wie bei ABH, einen Pinsel mit drin. Den werde ich mal natürlich testen. Ja, so ein Fluffy-Pinsel und so, wie es halt immer so üblich ist. Und ich habe diese wunderschönen Farben. Ja. Also natürlich in der Kamera wirkt das immer alles ganz anders als in Real.
Aber so, so schön. Es ist alles so ein bisschen Peach, Rosé gehalten, so ganz, ganz neutral. Und überall ist Sigma eingestanzt. Und bei Cor de Rosa, so wie die Palette auch heißt, genau, Cor de Rosa, ist dann so eine Blume mit eingestanzt. Und das sieht aus wie so ein Creme. Nee, das ist ein pudriger Ton. Oh mein Gott, das ist ja schön. Die Stanzung ist viel zu schade, aber ich muss da jetzt reingehen, was das für ein Ton ist. So ein ganz matter Peach-Ton. Mega. So, gut. Den matten Peach-Ton, den swatchen wir natürlich mal. Ja, das ist ein wunderschöner Verblendeton. Und es fühlt sich an wie Seide. Dann gehe ich mal rein in Sigma. Natürlich spricht mich jetzt der Goldton hier an. Und ich möchte noch einen matten Ton. Dann nehmen wir mal den roten hier. Ich sehe schon ganz viele schöne Looks. Wahnsinn, das fühlt sich so, so schön an und die Pigmentierung ist einfach wieder bombastisch. Wow, das Gold. Ich bin begeistert. Schau mal das Gold an. Ein bisschen näher ran. Das ist doch der Hammer. Oh Gott, ich habe glaube ich noch nie so ein schönes Gold gesehen, weil das ist so ganz fein, schimmerig und aber es leuchtet ohne Ende. Jetzt will ich noch dieses Belle of the Ball swatchen. Das ist auch so ein übelst reflektierender Ton. Mein Gott, das ist so ein Champagner Duochrome. Schau mal, wie das leuchtet. Das spielt richtig die Kamera verrückt. Das ist doch der Wahnsinn. Also, ich bin sprachlos. Ich bin richtig begeistert gerade. Aber ich bin echt gespannt, wie sie sich das auf dem Auge macht. Das behalte ich jetzt erstmal. Ausnahmsweise. So, ihr Lieben, das war Beauty Bay. Wir machen weiter. Gehen wir wieder zurück zur Pflege, würde ich mal sagen. Ich habe bei YesStyle bestellt. Bei YesStyle dauert es immer ein bisschen, aber da habe ich jetzt überwiegend Sonnenpflege bestellt, weil es ja gerade doch Thema ist. Und ich habe mir einmal diese hier mitgenommen von Sunprise Mild. Mal hier aufmachen, weil da ist so ein Kleberli dran. Ich habe immer so nach leichten Formulierungen geschaut und die hat auch sehr viele gute Bewertungen. Mild Watery Light, also wasserbasierend wahrscheinlich, sieht so aus. Hat mich schon mal sehr, sehr angesprochen von der Verpackung und die Inhaltsstoffe sind hier nicht drauf. Okay, das ist alles auf Koreanisch. Das hätte mich jetzt nämlich interessiert, ob da Alkohol dabei ist. Müsste ich mal auf der Seite schauen. Ist auf jeden Fall ein koreanisches Produkt. Das wird bestimmt ganz, ganz toll sein. Ich werde es probieren, aber ich muss mir echt mal gucken, ob da Alkohol enthalten ist. Aber ich werde es testen, weil da würde ich mich schon gerne durchtesten und das passende Produkt für mich finden. Dann habe ich noch ein Produkt mitgenommen. Das ist ein bisschen zusammengedrückt, aber diese Misha soll ja so, so gut sein. Und bei Douglas war die auch ewig lang ausverkauft. Ich habe sie dann auf Dings bekommen, auf YesStyle. Und die gibt es auch in verschiedenen SPFs. Ich habe mich jetzt für die 45 entschieden. All Around Safe Block. Genau. Misha ist ja ganz gut. Ich habe auch die BB Cream von Misha. Sieht übrigens so aus, das Weiß reflektiert gerade hier wie verrückt. Ist hier so rosa an der Seite. Sind da die Inzis? Ja. Also es ist Alkohol enthalten, aber nicht direkt Alkohol und Alkoholdenat. Das ist halt immer so ein bisschen anders formuliert. Und sieht so aus. Ich habe das schon ein paar Mal gesehen bei einigen YouTubern auch. Und es hat mich sehr angesprochen. Deswegen habe ich das auch mitgenommen zum Testen. Also es sieht schon irgendwie voll süß aus. Auch so voll hochwertig irgendwie. Ja. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, welches ihr sehr, sehr gerne mögt. Ich habe auch in meinem letzten DM-Haul hier oben, verlinke ich den, auch zwei aus der Drogerie gekauft, die sehr, sehr gut sein sollen. Und da probiere ich mich jetzt mal durch. Jetzt habe ich 5 Stück. Ich habe auch eins von Veleda daheim gehabt, ist auch ohne Alkohol gewesen, aber ist mir abgelaufen. Ich habe eine Maske umsonst bekommen. Das ist eine Sweet Honey Beer Face Mask. Voll süß. Die ist von Look at me. Aha, von Look at me.
Ja, cool. Und auch kein Alkohol gleich an erster Stelle, beziehungsweise nicht der schlechte Alkohol. Sehr schön. Bei Estal bestelle ich immer sehr, sehr gerne. Es dauert immer sehr lange, aber da kommt ja immer meine da kommt ja meine Lieblingscreme immer her und da muss ich es bestellen, weil es da billiger ist. Und die haben auch mega die Auswahl an koreanischen Produkten. Ich bin da voll der Fan von. Und ich habe mir noch eine Creme mitgenommen, weil ich einfach mal zur Abwechslung meine andere testen will. Ich habe so eine ölfreie mitgenommen, weil ich ja Öl nicht vertrage in Cremes. Und die hatte sehr, sehr viele Bewertungen. Und zwar ist es die Firma Cosrx. Cosrx? Cosrx. Ja. Und genau, das ist irgendwie eine wasserbasierende und da ist Teebaumöl enthalten, was ich auch mega spannend finde und soll wohl auch für unreine Haut sein und so weiter. Und das hat mich angesprochen, die werde ich auf jeden Fall auch sehr, sehr gerne testen. Das ist in so einem Ziegel, sieht auch mega hochwertig aus, in so einem Pumpspender. Ding, in so einem milchigen vor allen Dingen, es ist Plastik und sieht auch mega spannend aus. Bin ich echt gespannt. 100 ml sind enthalten, das ist auf jeden Fall sehr, sehr viel. Sieht aus wie so eine ganz leichte Formulierung. Ja, werde ich testen und euch auf jeden Fall berichten. So, das war von jetzt da. Wir machen weiter. Wir waren jetzt bei Pflege, machen wir mit dekorativer Kosmetik weiter, oder? Ich habe bei Flaconi bestellt und da habe ich mir überwiegend mein Gesichtswasser bestellt, was es nirgendwo mehr gibt. Von Biore, dieses Backpulver-Gesichtswascher. Wascher. Ja, Backpulver-Gesichtswascher. Und das habe ich mir viermal nachbestellt und das habe ich jetzt gerade nicht da, aber ihr kennt es sicherlich von mir. Und ich habe mir einmal noch dieses Puder hier nachgekauft. Und nur weil dieses Puder gerade nicht lieferbar war, hat das irgendwie fast 2 Monate gefühlt. Also das war auf jeden Fall ein Monat, bis das Paket eigentlich bei mir angekommen ist. Und ich wollte das Puder aber auch unbedingt haben, weil es war bisher auch immer ausverkauft. Und da war es dann bei denen eigentlich verfügbar. Aber die hatten es irgendwie dann nicht mehr auf Lager und mussten auf neue Lieferungen warten. Und die haben tatsächlich auch was bekommen. Keine Ahnung, ob es noch wirklich gibt. Aber ich wollte dieses Puder haben. Das ist nämlich so marmoriert und gebacken. Und mega schimmrig. Es sieht auch aus wie ein Highlighter. Und ich finde die Verpackung schon so mega schön. Kennt ihr den? Ich wollte den unbedingt haben, weil ich liebe solche Puder. Das ist Aura Glow Powder. Und das ist irgendwie mit, weiß ich nicht, sieht aus wie ein Highlighter. Ich glaube, das ist mit Ölen oder so angereichert. Jojobaöl, genau, und Vitaminen. Jojobaöl ist ja kaum bis leicht komedogen. Und das ist auch wirklich wie ein Highlighter, ein dezenter. Das gebe ich mir halt immer gerne über das ganze Gesicht. Hat einen goldenen Shift und sieht bestimmt mega schön aus im Sommer. Ja, das musst du auf jeden Fall einziehen. Wie gesagt, überwiegend habe ich wegen dem Gesichtswasser bestellt. Das habe ich jetzt gerade bloß hier nicht hier. Das ist schon verstaut, ist schon länger her, aber ich wollte euch das Puder gerne zeigen. Dann habe ich bestellt, oh Gott, ich weiß jetzt gar nicht wo. War das Flaconi? Ja, das ist ein Douglas-Karton drin, aber ich glaube, das war woanders. Auf jeden Fall habe ich mir von Duvia was bestellt. Ich glaube, das war Flaconi. Ich glaube, das war Flaconi, ja. Ich verlinke es euch unten auf jeden Fall. Ich weiß aber nicht, ob es die Sachen noch gibt. Ich habe mir ein paar Sachen von Luvia bestellt, ja. Und ich bin ja irgendwie so ein Fan geworden, leicht. Und ich habe mir jetzt einmal bestellt eine Konturpalette von Luvia. Ich finde die Aufmachung schon so mega. Da ist so ein extra Kasten und dann ist die Palette nochmal extra mit drin. Und ich werde das, glaube ich, auch so lassen. Das ist so schön. Sieht so hochwertig aus. Das ist mal was anderes, ne? Die Sachen sehen irgendwie so, weiß nicht, anders aus. Dann hast du dann innen drin die Palette. Und so sieht sie aus. Mega schön in so einem Braun. Und ihr habt dann verschiedene Kontur-Shades und so weiter drin. Ich wollte es mal ausprobieren, wie die Face-Produkte davon sind. Das sieht dann jetzt so aus. Das sieht mega schön arschig aus, finde ich. Und verschiedene Puder hast du hier, Highlighter, also 2 verschiedene Puder auf jeden Fall, so ein Bananapowder, ein normales Puder für vielleicht für unter die Augen oder zum Becken, so unter der Kontur, sehr schöne arschiger Ton. Ihr habt Bronzertöne und verschiedene Bronzertöne. Ah, ja. Und die Highlighter interessieren mich, die swatche ich mal, ich glaube, das könnte einer sein. Nee, das ist eher ein Puder, okay. Aber das ist ein Highlighter, oder? Ja,
Könnte aber auch ein Puder sein, so ein ganz... Nee, das ist ein Highlighter. Ich kann mir das voll schön vorstellen über das ganze Gesicht, aber das ist auf jeden Fall ein Highlighter. Und das andere ist halt auch so ein Highlighter, ein aufhellendes Puder, so. So sieht das aus von Nahen. Da sieht man, ja, das hat schon einen Schimmer mit drin. Ja, das ist der Highlighter. Es leuchtet auf jeden Fall sehr schön, bin gespannt. Es ist ein schöner heller Highlighter, ein sehr schöner weißer. Ich kann mir auch vorstellen, das übers ganze Gesicht. Das sieht auch bestimmt super schön aus. Wow. Toll. Ja, werde ich auf jeden Fall probieren. Hat mich interessiert. Ich mag eigentlich keine Face-Produkte, weil immer die Farben für einen nichts sind. Aber das sind doch sehr, sehr schöne Farben für Hellhäutige, finde ich. Ja. Weil der Ton ist zwar sehr dunkel, aber es ist ein schöner Konturton, den du dir halt dezent dahingeben kannst. Gefällt mir. Dann habe ich mir noch mitgenommen, die war im Saale. Die hat mich am Anfang nicht so interessiert, weil ich extrem viele Highlighter-Produkte habe. Aber es haben so viele davon geschwärmt. Maxim Giacomo, das so ausgesprochen, der Maxim, der hat ja diese Palette hier rausgebracht und alle haben davon geschwärmt. Und ich habe auch die Swatches angeschaut und das, was es am Gesicht macht. Jetzt war sie ein bisschen reduziert und ich habe, glaube ich, nochmal Prozente bekommen oder so. Und ich musste sie jetzt natürlich auch haben. Ne? Da hast du auch einen Spiegel mit enthalten, da hast du sogar einen Pinsel mit enthalten und wunderschöne Farben. Und ja, ich habe, glaube ich, schon drin rumgeswatcht. Ich weiß es gar nicht. Ich habe mir die Sachen natürlich immer angeschaut, wenn sie bei mir ankommen, um zu schauen, ob die ganz sind. Und ja, ich swatch mal jetzt Schuck, ja, und Karma. Ich habe Karma, habe ich schon geswatcht. Butterweich, eine abartige Pigmentierung und ich bin echt gespannt, wie sich das auf dem Gesicht macht, weil das habe ich noch nicht ausprobiert, aber es ist wirklich Butter. Ja, und ich habe mich dann entschieden, sie doch zu bestellen. Schaut mal an, und das ist echt abartig. Ja, jui, jui. Also echt krass. Also wer auf krasse Highlighter steht, so wie ich, denen es gar nicht genug sein kann, dass es erleuchtet. Ja. Was mich natürlich bei solchen Highlighter-Paletten auch stört, ist, sind dann dunkle Farben mit dabei. Aber das kann man wunderbar auch nehmen als Bronzer im Sommer, so zum Highlighten. Jetzt watche ich jetzt auch mal den dunkelsten. Das ist Liberation. Liberation. Ist natürlich auch praktisch für dunklere Häutchen. Oder auch im Sommer gebräunte Häutchen. Aber es ist wirklich, oh, das ist Butter, ne? Das fühlt sich so krass an, so richtig cremig. Sehr, sehr dunkel, aber wie gesagt, im Sommer sehr, sehr schön, um so, wenn man so ein bisschen ungeschminkt ist vielleicht und so ein bisschen nur die Backen bronzt mit so einem Schimmerton, finde ich mega. Ja, das ist so hier Hashtag Boys in Makeup, ist so ein Farbverlauf. Finde ich auch sehr interessant, auf jeden Fall bin ich echt begeistert. Ich wusste, dass die sehr, sehr gut ist. Viele, viele, viele haben von ihr geschwärmt. Die Pigmentierung ist der Wahnsinn. Ja. Also habe ich gesagt, komm, jetzt bestellt sie auch mit. Luvia ist ganz, ganz toll. Ich bin richtig begeistert und ich werde immer mehr Fan, muss ich sagen. Muss ich wirklich zugeben. Ich bin auch gespannt, wie der Pinselchen sich macht, weil oft sind ja auch immer die Pinsel für die Palette gemacht. So, und dann habe ich mir noch eine mitgenommen, und zwar die Prime Glow Palette, und zwar sind es auch Highlighter Paletten. Es ist eine Highlighter Palette, auch in dieser riesigen Box hier. Ich mache sie so auf und habe innen drin die Highlighter Palette. Keine Ahnung, was mich da geritten hat. Ich wollte es auf jeden Fall auch mit haben. Und die sind nicht so krass wie von Maxim, die Paletten. Ihr habt hier auch einen riesigen Spiegel mit drin. Und die duften schon so cremig. Diese wunderschönen Farben. Und die habe ich auch bei einer YouTuberin gesehen, die hat auch so geschwärmt, dass ich mir gedacht habe, okay, die nimmst du dir jetzt auch einfach mal mit. Und das swatchen wir jetzt ein paar Töne. Ich swatch mal den und den hier. Es fühlt sich nicht so cremig an, das ist eher so pudrig, wie die von Maxim. Aber die sollen halt ein bisschen dezenter sein, mehr für den Alltag und... Aber... Ja, sind so ein bisschen gediegener.
aber die knallen halt auch und der Duft ist so angenehm. Schön, oder? So ein bisschen für natürlichere Looks, aber wunderschön. Genau. Die wollte ich jetzt auch einfach mal haben, dass ich mich so ein bisschen durchs Luvia-Sortiment testen kann. Mal schauen, was die noch so haben. Vielleicht kann ich so ein Full-Face-Make-up mit Luvia drehen. Ja, das würde mich schon interessieren. Ich glaube, Foundation haben die nicht, oder? Ich finde, die geht mega schwer auf. So zu, vor allen Dingen. Ja, die geht echt mega schwer auf und zu. Mal gucken, ob ich sie in diese Umverpackung lasse. Irgendwie ist das cool, aber irgendwie nimmt es auch voll viel Platz weg, weil die Palette ist im, ja, da hast du schon die zwei fetten Paletten, aber naja, mal gucken. Auf jeden Fall war das mein Luvia-Haul. Keine Ahnung, wo ich das geshoppt habe. Ich glaube, das war auf Flaconi. Gut, dann können wir ja wieder weitermachen mit Pflege. Ich habe bei Body Shop bestellt, wieder mal. Ich bin ja so verliebt in Body Shop. Ich liebe die Masken von Body Shop. Die vertrage ich wahnsinnig gut, vor allem aus der Teebaumölreihe. Und diese Charcoal Clay Mask da mit Teebaumöl liebe ich. Und allgemein alle Produkte, die Handcremes, die Körperbutter, das Körperjoghurt, das Duschgel habe ich getestet. Ja, und jetzt wollte ich halt ein bisschen mehr. Genau. Und ich bin ein richtiger Fan von Body Shop geworden, muss ich sagen. Ich finde die Produkte super einzigartig. Die Firma gibt es schon so lange und die hat mich früher nie angesprochen. Aber jetzt irgendwie, jetzt wo ich die Qualität kenne, spricht mich das mega an. Ich habe mir bei Body Shop diese Cleansing Butter hier bestellt. Der Augen-Make-up-Entferner von dieser Kamillenreihe soll ja mega gut sein. Ich muss mal gucken, ob ich damit auch die Augen abschminke, sonst, ja, ich wasche immer mein Gesicht komplett ab. Aber es dauert doch sehr, sehr lange, vor allem am längsten dauert immer das Augen-Make-up. Aber ich nehme das immer dann mit dem Washi runter und das geht eigentlich relativ schnell. Ich vertrage ja immer diese Cremes nicht, also diese Butter oder diese Abschminkbalms vertrage ich immer nicht, weil da sehr viel Öl enthalten ist und ich kriege das scheinbar nicht runtergewaschen, obwohl ich es nochmal mit dem Waschgel wasche und keine Ahnung. Und ich wollte mir das jetzt mal anschauen. Das ist nämlich hier mit Kamillenextrakt und für sensible Haut und so weiter, ob ich das vertrage. Das sieht so aus. Es ist sehr wenig Produkt, aber ich muss mal gucken, weil ich finde die Grundidee so schön, sich das dann so über das geschminkte Gesicht zu geben. Das bricht das Make-up und so. Deswegen wollte ich mir das mal jetzt mal anschauen. Das ist auch in so einer Aluminiumdose. Mal da schon was rein schauen. Oh, das ist mega wenig Produkt. Oh, das riecht angenehm. Bin ich echt gespannt. Das wäre natürlich sehr, sehr schön, wenn ich das vertrage. Somit sparst du dir auch viel Wasser und viel Gel. Aber ich muss mir das zwei, dreimal das Gesicht einschäumen, bis es wirklich weg ist. Und dann nochmal mit dem Washi alles runter. Und dann mache ich nochmal das zweite Reinigungsprodukt. Also bei mir ist es immer kompliziert. Solltest du meine Hautpflegeroutine noch nicht gesehen haben, darfst du das hier gerne nachholen. Mittlerweile habe ich schon wieder andere Produkte mit drin. Aber erzähle ich euch auch immer mal. Dann habe ich bei einer YouTuberin gesehen, die hat das Produkt hier vorgestellt. Himalayan Charcoal. Ich mag ja die Himalayan Charcoal Maske. Genau, das ist die Himalayan Charcoal Maske. Die ist so gut. Und da gibt es eben dieses Clay Wash. Genau. Ich gehe mal davon aus, man kann sich damit nicht abschminken, weil es mit Teebaumöl ist. Aber ich werde es natürlich auch probieren, ob es in den Augen brennt. Aber ich glaube, dafür ist es nicht gedacht. Das sieht auf jeden Fall so aus. Ich denke mal, ich würde es aber so als zweiten Reinigungsstep nehmen, wenn ich mit Wasser mache. Und das mit der Reinigungsbürste einarbeite oder so. Augenpartie aussparen, okay. Bei Hautirritationen bitte weniger häufig verwenden. Ja, also das ist wahrscheinlich dann, das ist nicht für jeden Tag, sondern für ab und zu. Stelle ich mir echt gut vor. Vielleicht auch frühs mal, um ja, eine Schmodder runterzunehmen oder sowas. Oder, ja. Hat mich interessiert, ich mag die Reihe sehr gerne. Dann habe ich aus der British Rose Reihe mal Seife mitgenommen. Ich liebe diesen Duft und ich habe ja das Parfüm dazu. Ich habe schon mal das Body Yogurt gehabt davon und ich wollte jetzt mal Seife davon haben und ja, aber ich wollte es jetzt einfach mal da haben. Ne? Es ist so ein Stück Luxus und ich liebe diesen Duft. Genauso wie die Shea Reihe, die liebe ich auch wahnsinnig. Da habe ich auch das Parfüm dazu. Ja. Super. Dann habe ich mir mitgenommen von Body Shop die Drops of Youth. Es ist ein Youth, Drops of Youth Concentrate.
Ich weiß nicht warum, es hat mich irgendwie angesprochen, es sieht auf jeden Fall mal so aus. Ich vertrage sehr, sehr, sehr selten Konzentrate und Serien. Gesichtspflegekonzentrat für jugendlich aussehende Haut täglich morgens und abends anwenden. Würde ich auf jeden Fall probieren, erstmal im Dekolleté. Da ist Alkoholdenat, ja, an dritter Stelle. An vierter Stelle, okay, Alkoholdenat ist an vierter Stelle, ganz viele Alkohole. Ich muss mal gucken, ob das echt was für mich ist. Es sind auch einige Öle. Ich werde es auf jeden Fall mal probieren. Ich wollte es probieren. Ja, ich mag das. Dieses Testen, das ist so schön. Und ich habe mir noch eine Augencreme mitgenommen von Oils of Life aus der Serie. Meine geht bald. Ich habe eine Augencreme von Misha, die liebe ich. Die ist sehr, sehr schön. Die zeige ich euch dann auch im Aufgebraucht-Video und ob ich sie empfehlen kann oder nicht. Auf jeden Fall habe ich mir jetzt mal wieder auch eine neue mitgenommen zum Testen. Das ist auch mal wieder schön, mal eine andere, weil wenn du 30 ml Augencreme hast, das dauert ein bisschen, bis du sie wegbekommst. Und ich dachte, ich probiere mal von Body Shop eine aus, diesem Glastiegelchen. Ach, ich liebe diese Tiegelchen vom Body Shop, die sind so schön. Da sind wohl auch irgendwie Schimmerpartikel drin enthalten. Das schimmert auf jeden Fall wie verrückt. Kann man sehen, ne? Und ja, das glaube ich auch noch zu. Duftet die? Das ist ja wie bei den Masken auch so ein Ding dabei. Okay. Sie riecht dezent. Nach Creme. Bin ich gespannt. Genau. Mit drei Ölen. Und sieht so aus. Sieht so aus. Und genau, die wollte ich mal testen. Und es gab irgendwie an dem Tag ab einem bestimmten Einkaufswert einfach mal eine Butter umsonst. Einfach mal eine große Pulle Butter. Ich glaube, es gab auch nur die Shea-Butter und ich liebe die Shea-Reihe. Das riecht so gut. Ich glaube, ich habe die auch schon da. Ich weiß gar nicht, welche Butter ich gerade da habe. Ist es die Rose gewesen? Weiß nicht. Ich glaube, ich habe die Shea-Butter da. Das riecht so gut. Ich liebe diesen Duft. Das riecht auch noch so lange auf der Haut. Ich bin echt Fan von Body Shop. Richtig Fan von Body Shop. Ja, das war mein Body Shop Haul. Auf jeden Fall ganz schöne Produkte und ich freue mich, die alle mal so nach und nach testen zu können. Aber ich habe natürlich die Sachen nicht alle auf einmal gekauft, sondern die habe ich jetzt so angesammelt. Aber jetzt hier angesammelt auch in meiner Ecke. So, ihr Lieben, da kommen wir tatsächlich auch schon zum letzten Paket. Da habe ich noch was von Douglas und das ist was Dekoratives. Und zwar habe ich mal davon erzählt, glaube ich, und auch schon mit einer Zuschauerin in den Kommentaren gequatscht. Das ist ja von Douglas, aus dieser Douglas-Kollektion auch Lidschattenpaletten gibt. Und ich habe mir zwei bestellt, weil ich gerne dazu einen Vergleich machen wollen würde. Also so billig sind sie gar nicht, aber billiger als die Anastasia Beverly Hills Paletten, genau. Und die haben mich so ein bisschen daran erinnert. Klar ist die Umverpackung jetzt nicht so mega schön mit so Palmen. Die heißt Palm Springs. Ich habe mich für zwei entschieden. Es gab auch eine neutrale. Ich fand aber neutral langweilig, weil wozu sollte ich mir eine kaufen? Ich konnte mich ehrlich gesagt auch nicht entscheiden, deswegen sind es halt zwei geworden. Und ich muss mal gucken, wie ich das mache mit dem Vergleich. Aber ich wollte es mal ausprobieren. Die sieht ähnlich aus. Ähnlich innen aufgebaut. Mit Spiegel. Und fast die gleichen Fähnchen. Es ist auch Pinsel. Hoppala, da fliegt da raus. Pinsel enthalten. Und ich habe mich halt für die kunterbunten Paletten entschieden. Weil ich dachte, langweilige Paletten davon, also halt was langweilig, ne? Wunderschöne Paletten, aber Nude-Töne habe ich zu Genüge. Deswegen habe ich mich für eine buntere entschieden. So sieht sie aus. Natürlich jetzt durch das Licht geht viel verloren. Aber die ist mega, mega schön. Und ja, die hat, da gibt es auch eine Farbe, die heißt Coachella. Ja. Also Festival. 14 Paletten, 14 Töne sind enthalten. Es ist ein guter Mix aus Schimmer, Glitter. Ich sehe so seidig Schimmer, glitterig und matt. Sehr schöne Verblendertöne auch für matt, finde ich. Das ist zum Beispiel matt. Kann man wunderbar so einen Aufbau starten und sehr, sehr schön. Und das swatche ich mal einen. Ich will diesen Kaktuston, den grünen, mal swatchen. Und mich interessiert Heat. Ich stehe mal auf diese Orangenen. Ich weiß nicht, was ich damit habe. Und ich muss mal gucken, welche Palette Anastasia ähnelt. Dass ich mal so einen Look schminke mit den gleichen Farben oder sowas.
schon mal ein Swatch hier gemacht. Ja. Ja. Also schlecht ist es nicht. Das ist auch so ein Ton, der ist schwach von der Pigmentierung, aber die leuchten immer so extrem, so ein bisschen duochrom-mäßig. Und der Matte ist in Ordnung. Der lässt sich bestimmt auch schön aufbauen. Schauen wir mal hier. Ich will noch einen swatchen. Wir haben noch diesen pinken in der Mitte. Blow up. Die hat ordentlich was drauf, muss ich sagen, die Palette. Ich bin echt gespannt. Ich werde definitiv irgendwann mal einen Look zu dir schminken. Ich hatte irgendwann mal auch vor, so, ich weiß nicht, ich habe mir gedacht, vielleicht einmal die Woche. Palette der Woche aussuchen, ne? Meistens tue ich mir auch immer, wenn ich ein Schminke mit euch drehe, dann liegt die Palette auf meinem Tisch und mit der schminke ich mich dann auch fast die ganze Woche oder ein paar Tage lang. Und so werde ich das dann wahrscheinlich auch machen, wie so ein Schminkkörbchen nur als Palette, dass ich die Palette dann auch eine Weile teste und probiere und dann wird auch irgendwann mal extra ein Video dazu kommen. Aber ich würde gerne trotzdem einen Vergleich, weil sie doch den Anastasia Beverly Hills Paletten ähneln. Deswegen habe ich es mir eigentlich geholt, einen Vergleich dazu machen. Ich muss mal gucken, welche jetzt die. Vielleicht seht ihr schon auf den ersten Blick, welche das sein könnte. Werde ich mal gucken. Ich habe sie alle da. Und ich habe mich noch, weil ich mich eben nicht entscheiden konnte, die Miami Fever mitgenommen. Die ist so lila. Und ja, das könnte so ein bisschen Novina sein, ne? Weil sie sehr viele lila Töne enthält, aber auch mega schöne andere Töne. Ihr habt ja gerade die Swatches gesehen. Schön, oder? Echt toll. So, müssen wir mal gucken. Ich will auf jeden Fall swatchen den roten Cosmo hier. Fever. Ich liebe so dunkle rote Töne. Und Schimmertönen schon hier Rumba. So ein Orange-Schimmer. Cosmo. Fever. Rumba. Oha. Hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Leute, das hätte ich echt nicht gedacht. Das ist der Hammer. Boah. Genauso krümelig, staubig wie die Anastasia Beverly Hills Paletten tatsächlich. Also Fallout wird auf jeden Fall da sein, aber schaut mal die Pigmentierung an. Rumba ist schön, dieser orange schimmerer Ton. Oh, toll. Echt schön. Also ich will noch so einen lila Ton swatchen. Ich tu mal hier Cheers noch swatchen. Weil es wird wahrscheinlich in die lila Richtung gehen. Ich bin echt begeistert. Das sind die schönsten Swatches auf der Welt. Ich habe hier nur so ein bisschen rumgespielt, wie weit man die verblenden kann, schaut mal an. Pigment pur. Also jetzt erstmal vom ersten Eindruck machen die Paletten richtig was her. Falls euch die interessieren, bisher auf den ersten Blick kann ich jetzt erstmal nichts sagen. Ich muss sie natürlich jetzt mal auf den Auge sehen, aber man spürt das ja beim Reingehen. Das ist pures Pigment. Und schaut mal, ich kriege das nicht mal von meinen Fingern weg. Sehr schön. Und wie gesagt, es gab, glaube ich, noch zwei andere. Und die, auf jeden Fall eine gab es noch eine weitere. Und die eine war dann eben so eine braune Nude-Ton-Dingsbums. Und ja, von denen habe ich en masse. Dann wollte ich mir unbedingt, die stand schon ein bisschen eine Weile auf meiner Wunschliste und ich konnte mich auch nicht entscheiden, welche ich von denen nehme. Ich habe mich für diese hier entschieden und es musste einfach sein. Da schlägt jedes Sammlerherz und ja, Venus XL2 Line Crime. Und ich wusste eben nicht, ob ich die oder die andere nehme. Ich habe mich jetzt für die sanftere entschieden, weil die andere hat irgendwie so Töne, weiß ich nicht. Und die sieht recht unspektakulär, finde ich, aus. Aber ich habe jetzt auch schon Videos und Swatches gesehen. Ich finde, die Farben sehen recht pastellig und hell aus. Ja, versucht euch mal näher einzublenden.
Aber die sollen richtig was können und ich bin da echt gespannt. Ihr habt auf jeden Fall hier ein paar matte Töne, ein paar Verblendertöne. Meine Finger sind immer noch rot. Das müsste relativ sauber sein. Da gehen wir mal rein. Ich möchte gerne swatchen einen matten Ton. Das ist Sage oder Sage. Das ist ein grüner Pastellton. Und ja, das ist so ein schönes Olivgrün. Und das ist alles andere als pastellig. Dann will ich Ivy. Das ist so ein schöner Schimmer. Oh mein Gott. Und Locust. Oh Gott, den will ich gleich so einen grünen Look schminken. Das ist ja der Wahnsinn. Das fühlt sich so schön an. Das ist schon der fertige Look hier. Wie schön das ist. Ist das hier Duochrome? Ja, leicht, ne? So ein bisschen, was war das hier? Locust. Braun, grün, schimmernd. Ja. Sieht man, ne? Hammer. Oh Gott, ist das schön. Das ist so fürs komplette Lid einfach nur das und fertig. Ist doch verrückt. Einen muss ich noch swatchen. Phönix, oh mein Gott, das ist so ein schöner Ocker. Ja. Das ist der Hammer. Das hätte ich jetzt echt nicht gedacht, ne? Ich habe zwar auch schon viele Videos darüber gesehen, die kostet auch ein bisschen was, deswegen stand sie auch schon länger auf meiner Wunschliste und ich habe ein bisschen gewartet. Und die Qualität ist natürlich jetzt mit den Douglas-Paletten selbstverständlich nicht zu vergleichen, aber das muss man ja natürlich, also die Farben, solche Farben, das ist einzigartig, sowas habe ich echt noch nicht da. Also ich habe natürlich, wenn man so guckt, ne, die Farben bestimmt irgendwo, aber in der Qualität, in der Pigmentierung, das ist der absolute Wahnsinn. Also dazu wird es auf jeden Fall ein eigenes Video geben. Schön, schön, schön. So ihr Lieben, wir haben es glaube ich geschafft. Ich glaube, wir haben jetzt alle Kartons durch. Falls du bis zum Schluss dran geblieben bist, dann hinterlass mir doch gerne den Hashtag Douglas für die Douglas-Paletten. Da weiß ich nämlich Bescheid, dass du bis zum Schluss dran geblieben bist, weil es war doch jetzt ein Haufen, was mich erfreut. Das muss jetzt auf jeden Fall alles untergebracht werden, verstaut werden. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Einschalten, Zuschauen, Vorbeischauen und so weiter. Falls du den Kanal noch nicht abonniert haben solltest, darfst du das hier selbstverständlich kostenlos nachholen. Ansonsten verlinke ich dir hier und hier die letzten zwei Hauls von mir. Schau da gerne vorbei, falls du sie verpasst haben solltest. Und wir sehen uns im nächsten Video hoffentlich. Bis dahin. Ciao, ciao.